Überraschung. Wenn ihr tot seid, kann ich euch wesentlich leichter ausrauben. So, willkommen zu einem kleinen Speedrun. ich habe eventuell hier mal eine kleine Aufnahme verkackt. So, ich habe mir jetzt einen legendären Zweihänder besorgt. Ich habe diese Quest schon mal durchgespielt. Das mit dem, wie ich mir die Quest geholt habe bei dem Händler, müsste noch mal drauf sein. Goldene Klausel nur besorgen. Ich spiele das hier jetzt nochmal durch. Für euch im Speedrun. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ich renne jetzt hier einfach mal. Ich habe jetzt einen alten Spielstand geladen. Mir all meine Habe verkauft und mir das teure Schwert gekauft und damit speedrunne ich das jetzt hier. Hier drüben! Ja, die ist wirklich gut. Ich nehme ein bisschen Bekleidung an mich. Der ist gut, das Schwert. Wir haben leider dem anderen Mann habe ich ein anderes Schwert. Da werde ich dann wahrscheinlich auch hin. Wieder wechseln, aber jetzt mal für den Speedrun. Na toll. Wenn ich mal das schaffe ich hier. Kurz drin. So durch hier. Ich schätze, habe ich eingesammelt, da das Geld drin. Braucht man nicht durch hier. Diesmal weiß ich, wer das Item hat. Und kenne auch den Weg. Da werden wir uns hier nicht mehr nötig mit aufhalten. Ihr hättet nie herkommen sollen. Er braucht ein Schild, wenn er ein legendäres Schwert hat. Ein bisschen Rüstung könnte ich gebrauchen. Schlange. Schlange. Und Wal. Wie sieht man es? Schlange. Schlange. Wal. Dafür habe ich schon mal eine halbe Stunde gebraucht. Im ersten Speedrun. Also im ersten Durchlauf. Nicht schlecht. Achtung, Ratten. Mit Sachen zu looten. Vielleicht kann ich die Spinne diesmal sogar besiegen. Achtung, Spoiler. Hallöchen. Ja.
Jo, das schaffen wir. Nice. Hier Gift. Ihr, hier drüben. Es lockert sich. Ich kann es spüren. Ja, damit. Goldene Klaue. Und der Rückweg wird noch viel schwerer. Ja, Schwerter brauchen wir nicht. Kleidung. Ist ja wurscht. So sehen wir jetzt von hinten aus. Ja. Hier gibt's nix. Hier gibt's ein bisschen Gold. Ein Steinchen. Jetzt geht's hier lang. Die Toten erwachen zum Leben. Mit dem Schwert geht das so mal. Okay, durch hier. Sind sehr niedrig, ja. Ich hab, glaube ich, noch ein paar Tränke. Sein, die habe ich nicht geholt. Doch, habe ich. Hier spalten. Aus mit einem legendären Schwert, die durchrennt. Und Zaubertrank der gegen Ausdauer. Nehme ich. Hier muss man durch. Komm her. Das Spiel rechnet nicht damit, dass wir schon so stark sind. Die sind ein bisschen verbuggt. So macht man einen Speedrun. Oder auch nicht. Wenn man zurückläuft. Das ist ein bisschen blöd. Kurz die Orientierung verloren. Dann muss ich durch. Ausdauer. Genau so. Ist doch viel epischer, dieser Speedrun, als meine eigentliche Aufnahme. Also habt ihr sogar noch was dazu gewonnen. Ich habe mich hier ein bisschen blöder angestellt. Das war natürlich auch herrlich anzuschauen. Wo ich ja manches verkackt habe. Von den meisten Skeletten bin ich ja weggerannt, weil ich noch die kaiserliche Klinge hatte. Okay. Das ist blöd. Ich glaube, hier müsste auch ein Speed. Ein Checkpoint. Nein, ist kein Checkpoint. So viel zum Speedrun.
Ich renne dann mal vorbei, die haben eh nichts, was ich brauchen kann. Oder ich habe das alles schon. Ich werde danach den anderen Speed, den anderen Checkpoint laden. Ich hoffe, es geht noch. Ich habe das andere noch gespeichert. Zaubertank liegen lassen. Ist das aber eine Überraschung? Du kassierst. Gezielte Schläge und ist vorbei. Schlange. Schlange. Und Wal. Das nochmal nehmen. Stehen ein bisschen im Weg. Welchen Zaubertrank der Ausdauer? Natürlich nicht. Kommt da jemand? Seid ihr das? Da kommt jemand. Mit einem guten Schwert. Aber Abspender. Keine Zeit für dich. Es lockert sich. Ich kann es spüren. Ihr hättet nie. Goldene Klaue. Den Rest behalt mal. Einmal hier durch. Ein bisschen Vorsprung gewinnen. Ganz genau so. Hier müssen wir lang. Mach auf. Später ein Checkpoint. Da bin ich knapp davor gestorben. Dann hätten wir uns das hier sparen können. Ich wollte euch aber diese Quest hier nicht vorenthalten. Deswegen speedrunne ich das hier nochmal durch. Eine tolle Quest. Und hier check the point. Was ist mit dem los? Ich hoffe, das Checkpoint klappt. Ja, sehr schön. Natürlich habe ich wieder keine Ausdauer. Autsch. Tachchen.
Ach komm schon. Durchrennen ist halt nicht, das ist nicht immer das Tollste. Der ist nicht schnell, der hinter uns. Spann mir alles hierfür auf. Nee, die Kammer, darauf kommt's an. Mach die Tür wieder zu. Vielleicht habe ich noch im Kopf. Motte in der Mitte, Bär oben. Und Eule unten. Und Eule unten. Man sieht es im Inneren der Klaue. Muss man sich kurz mal unter sonstiges die Klaue angucken. Da sieht man es Bär, Motte, Eule. Da haben wir das Schlimmste schon geschafft. Vielleicht schaffen wir jetzt sogar den noch. Den Bart. Oh, schöne Sachen gibt's hier. Okay, hier. Das habe ich schon gewusst. Wortrautfürst. Okay, ich renne. Nö, kein Bock. Der killt mich. Geht's raus. Können wir mal die Grabräuberei betätigen. Und raus geht's. Auf nach Himmelsrand. Und da sind wir raus mit der goldenen Klaue. Als ob. Als ob. Aber es gibt ein Checkpoint. Immerhin. Ich glaube, da drüben ist die Stadt. Jupp, ganz genau. Einmal hier runter, geben wir die Quest ab. Wow, dieses schöne Bild könnte ich euch heute noch mal liefern. Dafür ist es doch wert. Die Nordlichter mal gesehen zu haben. Was wollen die denn von mir? Oh, ein Glühwürmchen. Ist ja fantastisch, was wir hier heute sehen.
Die ist noch Strickchen. Bisschen doof. Wer bist du? Der Reisende. Ich mache mich aus dem Staub. Flusswald. Können wir da schnell reisen? Ah, okay. Kannst nicht schlafen, wenn Feinde. Monster sind in der Nähe. Das war mal ein Boss-Move. Feind ist näher. Kein Ding. Schmied ist nicht mehr da. Jetzt könnt ihr euch noch das andere Schwert zeigen, was wir uns gekauft haben. Hier mal einbrechen. Muss man, glaube ich, wirklich. Und zwar nachts. Was wollt ihr mit der Waffe? Hier wird es wohl gleich recht ungemütlich. Ich hoffe nicht. Ich habe euch doch gesagt, dass meine Schwester uns helfen würde. Haltet euch einfach nordwärts. Ihr könnt es nicht verfehlen. Es ist die Hauptstadt des Fürstentums Weißlauf. Jarl Balgruuf hat sich immer noch nicht für eine Seite entschieden. Also solltet ihr unterwegs zumindest keinen Kaiserlichen begegnen. Ich werde eine Weile hier oben bleiben, ehe ich nach Windhelm aufbreche. Seid vorsichtig. Ich hoffe, euch in Windhelm zu sehen. Viel Glück. Wo ist die Frau? Aha. Neu in Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Hort vorbei, in der Mühle. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Bier, Brot, Käse. Und den hübschen Ring. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Fühlt euch wie zu Hause. Ja, basically war das, was es gibt. Wir können noch den Vorrat auffüllen. Ein bisschen die Gastfreundschaft über beanspruchen. Können die Klauen wieder haben. Das sind unsere Freunde. In der Elk. Ja, der bringt hier 15 Punkte Ausdauer. Der generiert Ausdauer. Das Essen. Gesundheit wieder. Ist mir auch erst aufgefallen in der Aufnahme. Hier gibt's Lauch. Ihr habt also einen Drachen gesehen? Ja. Ein Fisch. Sag, wie sah er denn aus? So groß wie ein Haus? Cool. Du warst doch dabei. Ich hoffe, euch in Windhelm zu sehen. Ja? Ach so. Sagt, wie sah er denn aus? So groß wie ein Haus? So ungefähr. So. Kleiner Speedrun hier. Ich hätte euch gerne die Originalaufnahme gezeigt. Und da haben wir hier noch ein bisschen weiter gesucht nach dem. Und wir müssen die Goldklaue noch abgeben. Das wollte ich euch noch zeigen. Wir haben hier noch ein bisschen nachgesucht, ob wir die irgendwo finden.
Ihr seid vom Ödstor-Zug gegangen. Ihr habt sie gefunden. Das ist sie. Seltsam. Sieht kleiner aus, als ich dachte. Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Klein aus. Sie sieht klein aus. Jetzt haben wir ungefähr 400 Gold haben wir gekriegt. 300 irgendwas. Nein, stehen wollen wir nicht. Störung spielt heute auch ein bisschen verrückt. Joa. Ich habe mal die Quest vor dem Sturm. Sprich mit dem Jarl von Weißlauf. Markieren wir es uns mal auf der Map. Hier ist Weißlauf. Da müssen wir hin. Und da geht's lang. Na dann. Zweggy, Zukunftszweggy. Mit einer Vergangenheit, mit einer anderen Waffe, mit einem anderen Inventar. Begrüßt euch im nächsten, gleich in dieser Aufnahme oder am nächsten Part wieder. Ja. Eine kleine Nebenquest, die wir hier gemacht haben, die aber nicht unbedeutend ist. Ja. Wollte ich euch mal zeigen. Jetzt geht's mit dem Hauptspiel weiter, hoffentlich. Ohne weitere Ausfälle. Kurze Aufnahmepause, dann geht's hier weiter. Bis gleich.